Gareth Bale, Strahlemann. Nur allzu verständlich nach so einem Mega-Deal. Ein neuer 6-Jahres-Vertrag. 115 Millionen Euro soll er bis 2022 bei Real Madrid kassieren. Natürlich bin ich sehr, sehr glücklich. Als ich hierher kam, wollte ich Erfolge feiern und wollte Titel gewinnen. Nun hier auf diesem Platz zu sitzen und meinen Vertrag zu verlängern, ist wie ein weiterer Traum, der wahr wird. Hoffentlich feiern wir in Zukunft noch mehr Erfolge. In der Club-internen Top-Verdiener-Rangliste rangiert Bale aber nur auf Platz 3. Klare Nummer 1, CR7, gefolgt von Toni Kroos. Der hatte seinen Kontrakt erst kürzlich ebenfalls vorzeitig verlängert, stieg so zum zweitbesten Top-Verdiener auf. Wir wollen jedes Jahr jeden Titel gewinnen und ich habe auch deswegen meinen Vertrag verlängert, weil ich daran glaube, dass wir das schaffen können. Egal ob die Champions League oder die Meisterschaft, die sehr wichtig für den Verein ist. In dieser Saison wollen wir die Liga gewinnen, die Champions League und jeden anderen Pokalwettbewerb, in dem wir dabei sind. Natürlich ist es wichtig für mich, weiter hart zu arbeiten. Ich will dem Team helfen, mit guten Leistungen, Toren und Vorlagen. 2013 wechselte Bale für knapp 100 Millionen Euro von Tottenham zu Real. Nach 2 Champions League-Erfolgen mit den Königlichen soll es in dieser Saison endlich auch mit dem ersten Meistertitel klappen. Persönliche Auszeichnungen stehen hingegen auf seiner Wunschliste nicht weit oben. Ich habe als junger Spieler nie davon geträumt, einmal den Ballon d'Or zu gewinnen. Mein großer Traum war es immer, die Champions League und die Meisterschaft zu holen. Ich habe mir immer gesagt, wenn ich Titel gewinne, gut spiele für meinen Verein und mein Land, dann kommen diese persönlichen Auszeichnungen von ganz alleine. Ich strebe nicht danach, wenn ich sie aber bekomme, dann wäre es fantastisch. Verstehen Sie mich nicht falsch, aber für mich stehen an erster Stelle das Team, Titelgewinne mit meinem Verein und meine eigene Leistung. Erst Kroos und jetzt Bale, Vertragsverlängerungen mit deutlicher Gehaltsaufbesserung. Mal sehen, welcher Topstar sich als nächstes über ein bisschen mehr Geld freuen darf.